wer ist er? Digga, wer ist er? Moin! Habt ihr es gesehen? T-Man war da. Oh, das Game wird wieder so eklig schallern, Alter. Ich weiß das jetzt schon. Bin ich schon im Game drin? Oh, nee, ne? Oh, nee, ne? Hey, ich bin im Knast! Chat, ich bin im Knast! Was ist denn jetzt passiert? Skibidi-Toilet-Gefängnis oder was? Wow, ich kann nicht aus. Ich komme natürlich nicht raus. Sieht ja wieder einladend aus. Jay, was soll ich dir sagen, Bro? I don't know. Dankeschön für den Euro. Leute, wie kommen wir denn jetzt aus dem Knast raus? Wir müssen ausbrechen. Okay, lass mich gucken. Was haben wir hier? Hier ist mein Bett. Ja, wenigstens ist das Bett in Ordnung, Chat. Was ist das denn? Aha. Okay. Ich bin im Skibidi-Toilet-Knast. Die Tür ist offen. Hashtags Hass in die Kommentare, in den Chat. Wenn ihr genau wisst, das endet hier heute nicht so gut. Okay, die Wand. Mhm. Was geht denn hier? Ich finde es ein bisschen dunkel, ne? Kann mal einer das Licht anmachen? Chat, wer hat das Licht ausgemacht? Oh. Was zur... Was ist das denn? Benny? Okay, Mann. Das ist sehr komisch. Können wir die Tür aufmachen? Nee. Hier ist nicht mal ein Bett drin in der Zelle. Was macht Vanny hier, Alter? Okay, ich lauf mal. Ich kann rennen. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Chat. Ist hier was? Nee. Hier ist ein Bett ohne Matratze. Kissen ist da. Habt ihr es gesehen? Da war Licht. Das Licht. Moment mal. Lass mich einmal was schauen. Okay, jetzt habe ich einen Überblick über den Raum. Wir gehen gucken. Ich weiß nicht, was hier abgeht, Chat. Ich habe keine Ahnung. Please, nichts Schlimmes. Please, nichts Schlimmes. Ich guck mal. Skibidi Toilets sind hier in diesem... Ich kann die Tür nicht öffnen. Das ist schlecht. Danke erstmal für 337.440 Abonnenten. Ihr seid Schätze. Gleich komme ich um die Ecke, Matteo, lass. Mach nicht. Ich guck. Ich kann die Tür öffnen. Oh, was ist das denn? Wo zur Hölle sind wir hier? Wir haben heute ein Mysterium zu lösen. Wir brauchen einen Schlüssel. Durch die Tür da hinten kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Wir brauchen einen Schlüssel. Ach, Digga. Wir müssen einen Schlüssel finden, Chat. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Was glaubt ihr, was ist hier? Moin, grüße dich. Aha, schön, dass du dabei bist. Hier ist die Tür. Wir können die öffnen. Sieht fast so aus wie ich. Was ist das? Wir haben den Schlüssel gefunden. Easy. Okay, Schlüssel haben wir. Ich guck. Ich dachte, das ist Roblox. Nee, nee, Digga. Das ist kein Roblox. Das ist kein Roblox. Das ist irgendein Game. Habt ihr das gehört? Was ist das denn hier? Chemische Elemente auf Russisch. Sind die Skibidi-Toilets aus Russland? Nein, oder? Ich guck mal. Was haben wir hier noch so? Ein Labor. Schau mich mal weiter um. Hier ist nichts mehr. Wir gehen zurück. Wann immer live? Spontan. Läuft nicht. Läuft nicht, Leute. Ah. Welche Tür nehmen wir, Chat? Schreibt es in den Chat rein. Nehmen wir die rechte Tür oder nehmen wir die Tür vorne? Vorne oder rechts? Welche nehmen wir? Der Macher. Danke für einen Euro, mein Bester. Kuss geht raus. Oh, hier hat jemand rechts. Einfallen gelassen. Rechts, gerade. Die linke Tür. Macher, okay.
Komme ich nicht durch, Macher. Was machen wir jetzt? Dankeschön für die Mitgliedschaft an Markus. Herzlich willkommen. Vorne? Junge, ihr könnt euch nicht entscheiden, oder? Welche Tür sollen wir nehmen? Geh vorne durch. Ich gehe rechts. Junge, was ist das denn? Providence? Chat? Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Autorisiertes Personal. Die Tür ist aufgegangen. Ich guck mal rein. Da hinten liegt was. Seht ihr das? Da glänzt was. Skibby die Echse. Was ist mit seinen Augen passiert? Seht ihr das? Bitte, was steht da? Nicht berühren. Aus Lego gemacht. Kann ich unter den Tisch krabbeln? Geht schon. Ist nicht gut, Leute. Wenn man sich verstecken kann, wenn man rennen kann, dann weiß man schon direkt, oh nee, schwierig. Bevor wir da reingehen, gehen wir hier rein. Server Room. Oh Junge, was ist das für ein Schalter? Was ist, wenn ich den drück? Schalter, um das System neu zu starten. Oh, welches System denn? Das Gibidi-System, die Klospülung oder was? Lagerraum. Habt ihr es gesehen? Da sind Augen drinne. Junge, was gucken wir uns hier an? Dankeschön für 1,50 Euro an Girka. Oh, hier hat jemand Geld fallen gelassen. Ja, okay. Let's go. Hier ist ein dickes Portal, Leute. Ein ganz dickes Portal. Hier steht ein Zettel. Es sind kontinuierliche Tests von neuen Gegnern. Dem Gegner. Eine neue Skibidi Toilet. Die machen hier Skibidi Toilets, die die Cameramans besiegen sollen. Und die testen hier neue Skibidi Toilets. Zwei Typen von Enemies. Und der eine hypnotisiert Cameramans. Ich drück jetzt den Schalter. Ich drück ihn. Was habe ich getan? Chat, was habe ich getan? Was geht denn jetzt ab? Chat, ich habe Angst. Bitte kein Jumpscare. Ah! Moin! Alter! Muss ja mal ganz dringend los jetzt. Ey. Nicht cool. Oh. Oh, ist das Spiel gemein. Oh. Herzlich willkommen. Okay. Was war das gerade? Ich hab's nicht gesehen. Hashtag für Kinder. Ja, was soll man machen? Ey, ab und zu sind Spiele halt mal gruselig. So, ich bin doch da. Klar, man erschreckt sich ja auch ein bisschen, aber ich bin doch da. Gehen wir mal hier rein. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen gleich den Schalter setzen und wir rennen bis da nach hinten durch. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn wir in die Knastzelle zurückgehen. Hier ist auf jeden Fall der Schlüssel, den nehmen wir uns erstmal. Wir gucken in das Game rein. Wir müssen jetzt das Geheimnis lösen. In dieser Fabrik, Freunde. Hab dieses Spiel auch gespielt. Du scheinst noch zu leben. Also das ist ein gutes Zeichen. Was wäre denn, wenn wir hier die Tür aufschließen, statt da drüben? Okay, nee, das ist gar nicht der Schlüssel für die Tür. Ich nehme mal... Ich mach das jetzt. Digga, das ist... Okay, das leuchtet auch so schon. Das habe ich eben gedacht, wäre nicht so. Okay.
Bin wieder tot. Er kam von der anderen Seite. Er kam von der anderen Seite. Wir, pass auf, ich hab eine Idee. Ja, ist... Also ganz ehrlich, das Game ist doch Doom. Läuft der mir jetzt die ganze Zeit hinterher, dann wird's heftig, Chat. Ah, schwierig. Der ist das aber nicht, oder? Ich dachte endlich zu Hause und dann vergesse ich meinen Rucksack. Och nee. Wahnsinn, wie kann man denn seinen Rucksack vergessen, Mann? Okay, Leute. Wir haben jetzt eine Schwierigkeit. Ich kenne den Weg auswendig. Das fühlt sich so an wie Garry's Mod, ne? Was soll ich gleich machen, Chat? Habt ihr eine Idee? Ich aktiviere erstmal. Ich will mir das ansehen. TV-Man! Das war TV-Man. TV-Man, der wurde hypnotisiert. Ich hab so Angst vor dem. Ich versteck mich, Chat. Da hinten ist er. Da seht ihr ihn. Ich hab keine Ahnung, was da abgeht. Ich lauf. Ich lauf jetzt. Der Raum ist größer geworden. Der Raum ist größer geworden. Der war hier vorher noch nicht. Digga, es ist ein Labyrinth. Oh mein Gott. Kann ich mich verstecken? Ist weg. Er hat gar nicht geguckt. Er hat nach mir gesucht, Chat. Da hinten war er gerade. Wir müssen uns umgucken. Ich habe keine Ahnung, ob hier irgendwas ist, was wir brauchen. Wir gehen jetzt mal gucken. Da hinten leuchtet was. Er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt! Ah! Ich laufe einfach, ich laufe einfach. Ich bin schneller als er. Safe. Okay, wo bin ich, Mann? Wo bin ich? Muss mir im Kopf eine Karte anlegen. Warte mal. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Hört ihr das? Puh, Digga, dieses Spiel turnt ganz anders gerade. Ich bin richtig. Okay, wir gehen jetzt ein Stückchen zurück und dann haben wir die Tür gleich. Was ist das für ein Geräusch? Wir sind wieder im Gang. Es läuft gut. Tür ist offen. Der Schweinehund, der hat uns gekriegt. Oh mein Gott, wo der gerade rauskam. Aus der Tür einfach. Digga, Scammer, Alter. Scammer. Ich hasse ihn jetzt schon. Scam. Was ist das? Fühle ich null. Digga, fühle ich nicht.
Das ist doch für Verbrecher oder was, das Game. Wir holen uns jetzt erstmal den Schlüssel. Kennt ihr den Weg noch? Ich kenne ihn noch. Ich glaube, ich habe mir den Weg gemerkt. Ja, ich muss erstmal einen Schluck trinken, bevor ich hier gleich weitermache. Ne? Das ist ja wirklich gottlos, was hier passiert. Was wartet hinter dieser Tür? Schalter habe ich gedrückt. Guck mal, wie er da hängt. Ich laufe direkt. Ich weiß, wo es hingeht. Hier rein. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ich habe mir den Weg gemerkt, Chat. Ich bin gut. Gerade im Saft. Jetzt biegen wir rechts ab. Oder wieder rechts. Und dann links. Und dann links. Und dann rechts. Und jetzt hier einfach geradeaus laufen und dann wieder zurück. Ich habe den Schlüssel. Wir warten in der Küche. Ich muss gleich einen Schluck trinken. Ich gehe auf halber Strecke erstmal zurück. Bitte, Mann. Bitte lass nichts kommen. Wir sehen nichts. Hier ist nichts. Alles safe, Leute. Okay, hier sind wir, glaube ich, auf safer Basis unterwegs. Boah. Wer hat Bock auf den neuen Thief Simulator bei mir, Leute? Und wer hat Bock auf City Skylines? Schreibt mal in den Chat oder Kommentare, welches Game ihr feiern würdet bei mir. Wir planen gerade einen neuen Kanal. Kennt ihr die Games? Beides ich, Bobby. Kommt was. Kommt jetzt Uncut-Kanal. Tür ist offen. Tür ist offen, ich lauf. Da war er gerade. Dieser Hund. So eine Falle hat er mir gerade gestellt. Ruhig bleiben. Chat, psch. Bro, Chat geht bei mir nicht. Bobby Gaming. Reload. Scam-Betrug? Scam-Betrug? Habt ihr es gesehen? Junge, such dir mal Arbeit, TV-Man. Musst du nicht mal... Bitte. Bitte! Nein! Oh! Er ist einfach schlauer als ich. Ich hasse den, Mann. Lass doch TV-Man... Ich schwör's euch, kannst du mehr Horror-Stories spielen in Roblox? Heute kommt wieder Roblox mit IDZock, Freunde. Was meint ihr, was haben wir aufgenommen? Ratet mal. Wir machen noch einen Uncut-Kanal, der heißt, ihr werdet ihn safe nicht finden, das ist eigentlich unmöglich. Er wird Denno Uncut heißen, der ist auch schon gesichert, der Name. Denno Uncut. Da werden wir Simulatoren drauf machen. Ich mache dazu auch extra nochmal ein Video auf den Kanälen, beziehungsweise auch auf dem Hauptkanal, wo ich euch den nochmal präsentiere. Das wird mein neues Lieblingsprojekt. Da habe ich sehr Bock drauf. Okay, Leute. Nicht wieder wie eben. Nicht wieder wie eben. Er ist weg. Er ist da hinten. Er ist nach da hinten gelaufen. Wir laufen hier lang. Ich hab mir den Weg... Was? Wie kommt denn der da hin? Junge, wie kommt denn der da hin? Leute, gibt's hier mehrere TV-Mans? Gibt es hier mehrere von denen? Ruhig. Wir bleiben im Dunkeln. Wir haben ein kleines Problem.
Wohin ist er abgehauen? Da drüben ist er. Die V-Man der Allerechte. Hey, Blödmann! Ich muss ihn hier rüber, vielleicht? Wo ist er hin? Please not. Hä? Digga, ich raff nix mehr. Okay, vielleicht sollte ich doch nochmal... Digga, er ist schneller als ich. Oh mein Gott, das ist ja so schwer, das Spiel. Was glaubt ihr, was wartet auf uns? Wie lange geht der Stream? Das kann ich euch nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie lange das Game geht. Ich gebe mir Mühe, dass wir es durchzocken, aber der ist echt schwer zu predikten. Das ist super schwer, den auszutricksen. Weil der Typ einfach... Leute, der mieft doch. Der mieft. Wisst ihr, wie ich meine? Hashtag mief in den Chat. Der TV-Man ist doch am miefen, oder was? Der stinkt. Matteo, hörst du bitte auf zu spoilern? Das will ich nicht nochmal lesen, ansonsten war's das mit Chatmod. Ansonsten war's das, Matteo! Mit TV-Man und mir! Easy. Ich gehe jetzt da durch, Chat. Ich gehe da jetzt durch und er wird nicht kommen. Er wird einfach nicht hier sein. Easy. Weißt du, ich mal... Ist der gerade vorbeigelaufen? Rechts, rechts, links. Geradeaus, links, rechts, rechts. Nein. Nein. Da war er gerade. Bruder, da war er gerade. Ich habe doch keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Ich glaube, ich habe ihn outmoved, bin mir aber nicht sicher. Weil ich weiß nicht, wo wir sind. Doch, jetzt weiß ich es wieder. Okay, cool bleiben. Ich habe eine Message bekommen. YouTube. Jaywin hat meinen Kanal abonniert. Er hat ihn gefunden, Digga. What the hell? Jay, du bist der allererste Abonnent von Denno Uncut. Schick Link rein für den Chat. Mach. Jay, wenn du den gefunden hast, Digga, herzlichen Glückwunsch. Jay ist allererster Abonnent. Jay, Jay. Jay! Ja! Oh Mann! Ich hasse TV-Man! Du stinkst, Junge! Ah! Rein! Ich lass mich davon auch nicht unterkriegen. Verdammt nochmal, ey. Es muss doch möglich sein. Okay, pass auf. Habt ihr eine Strategie? Schreibt mal rein. Backseat Gaming erlaubt jetzt. Was meint ihr? Wie können wir es angehen? Mal guck, wie schnell ich schon den Schlüssel holen kann. Let's go. Ich run jetzt um mein Life. Ich zieh einfach durch. War ein Witz. Immer dieses Geräusch am Anfang, dieses Laute, was jetzt kommt. Ich weiß, dass du hier bist, Gibby die Boss. Du nervst.
Jeder hat gedacht, du stirbst letzte Folge. Bin ehrlich. Es haben sogar Eltern unter mein letztes Video geschrieben. Bruder, muss doch mal vorbei sein. Jetzt. Skippy die Toilette. Dachte ich auch. Aber ist nicht. Und nochmal. Und nochmal schön von vorne. Pass auf. Wenn er jetzt weggeht, können wir durchziehen. Das ist ein... Alright, sind drin. Okay, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Erstmal, der TV-Man, ich sag mal, er macht mir gar nicht mehr so Angst, Leute. Wir haben uns relativ schnell an ihn gewöhnt, denke ich. Klar ist das hier alles ein bisschen gruselig. Da hinten kommt er. Man kann von hier in die andere Tür rein. Habe ich das richtig gesehen? Ich weiß halt nicht, ob er durch Türen überhaupt durchgehen kann, so mäßig. Wie so ein Super Saiyajin. Ich habe den Schlüssel. Wir gehen zurück. Wir sind, ich sag mal, jetzt gerade, Leute. Guter Run. Bisher. Right. Ich bieg mal rechts ab. Wir warten mal, bis er wieder vorbeikommt hier. Da ist der nächste Abonnent. Ich krieg Benachrichtigung auf meiner Uhr, Leute, wenn ihr Kanal abonniert. Denno Uncut. Ihr Gauner, der, wie geht das? Da hinten ist er. Da hinten ist er. Das ist gut, Leute. Das ist gut. Weil so haben wir ihn unter Kontrolle. So wissen wir, wo er ist. Und so können wir gleich ganz schnell zu der Secret Door durchziehen. Ich mache Licht aus. Hoffentlich kommt er jetzt. Da ist er. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nicht viel Zeit. Ich weiß auch, wie wir es angehen. Wir werden gleich neben der Tür nochmal warten. Unserem Wissenschaftsroom. Hier vorne. Warten wir, bis er jetzt vorbeigeht. Und dann gehen wir rein. Digga, als ob ihr alle... Als ob ihr alle abonniert habt, Mann. What the hell? Aber bitte geht nur raus. Kommt er? Mach doch, wenn du bei ihm bist, nicht die Taschenlampe an, bringt nichts. Haben wir eben auch probiert. Meine Uhr ist nur noch am Vibrieren, hört mal auf. Leute, das ist die Tür. Noch einen Schlüssel und er kommt jedes Mal aus dieser Tür da raus. Der an den Spieleentwickler, wenn du das siehst. Bro. Dir sollte man eine Schelle geben. Eine richtig dicke. Eine richtig dicke Schelle. Was für ein Scam. Wie der da aus der Tür rauskommt. Oder das hat er doch mit Absicht gemacht. Wenn ich dadurch diese Tür nicht durch kann, dann drehe ich ab. Dann kriege ich Locken, Alter. Ich sag, wie es ist. Bitte keine Locken. Ich brauche eine Strategie. Chat, ihr müsst helfen. Was sollen wir tun? Mach auf. Mach auf. Selbe Strategie wie eben.
Jetzt läuft er darüber. Das ist random, wie er läuft. Man kann das nicht einkalkulieren. Sitzt da hinten. Jetzt kommt er zurück. Ich sag ja, es ist random. Oh, wo bin ich? Ja, wo bin ich? Okay, er ist uns auf den Fersen, aber wir haben einen Vorsprung. Das ist schon mal einiges wert. Mit dem Vorsprung könnten wir jetzt durchziehen, denke ich mal. Wir können auch nach hinten wegrennen. Das ist auch gut. Passt auf, was wir jetzt machen, Chat. Wir gehen jetzt mal weiter. Wir gucken jetzt mal, dass wir einen Schlüssel mitnehmen und dann werden wir hier weitergehen. Wir gehen jetzt dieses Mal nicht zurück. Wir werden eine andere Strategie anwenden. Der wechselt seine ja auch ständig. Wie seine Unterhose. So, ich hab... Kommt doch einfach nichts. Problem, wir sind dead. Wir sind dead. Das schwerste Spiel, Skibidi Toilet aller Zeiten. Man, I'm dead. Fein. Ich will wissen, was hat es damit auf sich? Wollt ihr das nicht wissen? Schweinehund, Mann. Ich glaube, der Stream geht heute nicht so lang. Digga, was soll ich sagen? Caro, kannst du für mich bitte updated halten, wann Joao mit dem Video fertig ist? Weil dann könnten wir das Video mit IDZock später direkt reinhauen. Dann könnte ich den Leuten mal zeigen. Also wir machen ja ein Skibidi Toilet Video zusammen. Also für heute. Und dann hältst du mich ein bisschen auf dem Laufenden. Und dann könnte man das halt mal so setzen, dass wir es nach dem Stream dann sozusagen mit, also halt dann angucken. Was habe ich verpasst? Ihn hier. TV-Man, schlimmer Finger. Aber erstmal alles cool. Da ist er. Jo, er ist nach rechts gelaufen, Leute. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, ordentlich... Wir müssen eine Strategie haben. Wir müssen in diesen ersten Room vom Secret Room kommen. Für alle, die gerade erst am Start sind... Wir sind hier in einer Einrichtung. Skibidi Toilets werden hier produziert. Ganz komische Dinge passieren hier. Der T... Junge, ich habe schon wieder den TV-Man gehört. Da ist der Schlüssel. Wenn es gut läuft, haben wir jetzt einen geilen Run. Okay, wir könnten wieder zurück. Ich glaube, dass der TV-Man jetzt nicht so schnell ist wie wir. Wir müssen nur in diese Küche kommen. Scam. Scam. Ich brauche einen Schlüssel für diese Türen. Ich komme da aber nicht durch. Das ist doch der gleiche Room von eben, oder? Warte mal, wenn ich da durchgehe. Bin ich denn jetzt? Jetzt check ich's. Das ist ja alles so komisch zusammen. Ja. Wenn wir durchgehen, wir hätten den Schlüssel, aber wofür bräuchten wir den? Mach lieber die Taschenlampe aus. Nee. Wir müssen mit Pace arbeiten. Ein Problem haben wir jetzt. Wir brauchen noch einen Schlüssel anscheinend. Wo kriegen wir den her, verdammt nochmal? Wo sollen wir denn den Schlüssel herbekommen? Vor allem, was ist das hier? Warum ist hier so eine Maske? Weißt du, wie ich meine?
Sehr komisch, Leute. Sehr, sehr komisch. Wir suchen nach Hinweisen. Warte mal ganz kurz. Die Tür hier ist halt zu, ne? Das ist die Wand, die später einfach verschwindet. Mäßig. So, wir haben hier drüben noch eine zweite Tür. Ist da irgendwas? Ist da was, was wir mitnehmen können? Vielleicht Easter Eye? Was? Was? Easter Eye? Du meinst ein Easter Egg, Leo? Stell dir mal vor, man kann gar nicht weiterkommen. Ist das nicht eine Option bei einem, so einem Exe-Game? Kann das nicht sein? Warte mal. Digga, diese Maschine, zerstört die nicht eigentlich diese Skibidis? Hier ist halt auch nichts, ne? Wir müssen uns hier mal umgucken. Das Game kann man beenden, gut zu wissen. Die Maschine ist ein Portalgang. Lang. Sehr gut, läuft gut. Also, wir können direkt Tür durchgehen. Was ist das? Bro! Da war noch eine Tür. Können wir die aufschließen? Ist das die richtige Tür? Chat? Kann die Beamer sich teleportieren oder warum geht das? Mann, ja, theoretisch schon. Klar kann er es. Ist halt die Beamer. Da sind zwei TV-Men safe, glaube ich nämlich auch. Also vom Feeling her. Aber wenn er sich teleportieren kann, wäre natürlich legit. Okay. Hat jemand eine Idee? Hat irgendeiner von euch eine Idee? Was sollten wir tun? Dass ich diese Tür hier nicht aufschließen kann, ne? Es gibt ja noch zwei weitere Schlüssel. Fraglich ist halt nur, wohin? Du brauchst bessere Sicht. Ich wünschte, ich hätte. Das ist ganz schön schwer. Finde ich auch. Ihr müsst nach glitzernden Gegenständen Ausschau halten. Vor allem der TV-Man rippt mich so schnell. Ich bin gerade um die Ecke, Digga. Pam! War's das mit mir? Mit meinem kleinen, süßen... Als ob der mich nicht gesehen hat. Oh mein Gott. Hayapa! Why? Why? Chat, helft mir, das ist ein Albtraum. Ich träume heute Nacht von Skibidi Exe Remastered. Licht anschalten. Hey, krass. Ja, geile Idee. Komm, mach ich mal. Oh, da ist kein Lichtschalter.
Ich habe mal meinen Stuhl geschlagen wie Mario Kart. Ja, ich werde ja meinen Stuhl hier nicht im Stream. Also das mache ich, wenn dann Offstream. Aber ich habe schon, also bin schon mal wegen Alt-F4 so heftig ausgerastet. Danach habe ich es auch nicht mehr gespielt. Das tut einfach nicht gut, wenn man wegen Games ausflippt, Leute. Bei mir dauert es auch nicht mehr lange. Guck, er kommt hier automatisch rein. Ich habe Licht ausgemacht, Chat. This guy stinks! Hillebrand, was schreibst du da rein? Du kannst auch aufhören, ist okay, Danny. Hey, Danny, du bist ja voll die Weichflöte. Mach das Game einfach aus, wenn du es nicht kannst. Wenn es zu schwer ist, mach einfach aus. Du bist ja nur YouTuber, Gaming-YouTuber. Ist ja nicht so schlimm. Kannst ja ausmachen. Nein, Mann! Wir spielen das durch. Und ich mach nicht aus, bevor ich das Game heute nicht durchgezockt hab. Call is call. Nix. Und wenn da auch nur ein Zuschauer nur noch im Stream ist, ich mach's dann für den. Und für mich. Es geht ums Prinzip. Zollsimulator kommt auf dem neuen Kanal Denno Uncut. Also, lasst mich überlegen. Wir müssen Keys finden. Hm? Ich muss geradeaus durch. Jetzt hab ich's. Ich muss geradeaus durch, um dann den einen Schlüssel nicht für diese dumme Tür zu verbrauchen. Das ist die Lösung. Das ist die Lösung. Und dann habe ich noch zwei Türen, durch die ich durchgehen könnte. Ja. Warum habe ich so dumm gedacht? Safe. Okay, passt auf. Ich hole mir jetzt den Schlüssel. Jetzt kommt er hier nämlich gleich durch. Safe call. Wir stehen schön weit hinten. Ich lasse ihn jetzt schön... Ich lasse ihn hier durchkommen. Da ist er. Scam. Dass der mich... Ich habe mein Licht nicht mal angehabt. Dass der mich da drüben sieht, was soll das? Endlich hat er einen Plan. Ja, doch, doch, ich habe einen Plan. Ich habe jetzt einen Plan. Nur leider ist der TV-Man echt, also sehr extrem schwer. Wirklich schlimm. Denomi ist schlau geworden. War ich vorher nicht schlau? Digga, damit hast du mich einfach trotzdem gefrontet, das ist eigentlich klar. Okay. Aber was ist das bitte für ein... Ist die Tür eben zugemacht? Tatsächlich. Was ist das bitte für ein Fiebertraum hier? Hier der Proof. Sieht er mich ohne Licht? Nö. Hab ich ja gesagt, Leute, er sieht mich nicht ohne Licht. Lass doch Taschenlampe aus. Yes, die mach ich. Mach ich. Ihr habt recht. Lass die Taschenlampe aus. Wir laufen dann weg von dem. Ich habe Taschenlampe mal ausgemacht. Nice try, Bruder. Ob er mich jetzt sieht? Nö. Nö. Ich kann ja fast auswendig hier durchgehen. Okay, jetzt ist gerade alles ruhig.
Jawohl. Ich brauche einen Schlüssel. Digga. Jetzt? Ist das Labyrinth weiter offen? What? What the? Was sollen wir tun? Ging nicht auf, der Plan. Okay, wir gucken weiter. Ich check's nicht. Der Plan ging nicht auf. Den Schlüssel haben wir gerade benutzt. Ich versteh's noch nicht so ganz. Die Tür bringt uns original nix. Wir können nichts durchsuchen. Habt ihr eine Idee, Leute? Wir brauchen eine neue Idee. Ganz sicher. Hast durchgezogen? Okay. Tutorial anschauen vielleicht? Es gibt kein Tutorial in dem Game. Die Türen sind einfach nicht. Liegt hier vielleicht ein Schlüssel rum? Da vielleicht irgendwo? Okay, wir bleiben mal hier hinten. Vielleicht sieht er uns nicht. Hey! Also Chat, da ist kein Schlüssel. Safe nicht. Ich kann nicht mal mehr das Game restarten. Geht nicht. Da ist halt Kacke. Ich hab ne Idee. Mods, könnt ihr mal... Könnt ihr mal? Ist das Game kaputt? Einfach aufgeben. Ja, safe. Lass machen. Ich kann das Game... Ich muss neu starten. Muss neu starten. Sperr doch TV-Man in deiner Zelle ein. Mach etwas mit der Maske. Prison Door. Hört sich fast so an wie Gryffindor. Was sollen wir mit dieser Maske tun? Meint ihr, wir brauchen die? Ob wir was mit dieser Maske machen könnten? Glaub nicht. Weil hier drüben darf eigentlich... Hier drüben liegt doch auch kein Schlüssel, oder? Warte mal ganz kurz. Lass mich mal überlegen. Den Schlüssel brauchen wir auf jeden Fall safe, oder? Sonst kommen wir ja auch hier drüben nicht rein. Da drüben. Das heißt, wir müssen den mitnehmen. Wollen wir mal gucken, ob wir die Vanny-Maske... Wollen wir mal gucken, ob wir die Vanny-Maske aufsetzen können? Hier schreibt jemand, Denno, Mom sagt, ich soll ausmachen und heim... Oder soll ich heimlich in einem Stream gehen? Nein, Bruder, mach bitte aus. Grüße geht raus an deine Mama. Ich will nur das Beste für dich, Brudi. Dann mach aus. Du kannst den Stream nachschauen, okay? Kann ich Vanny-Maske jetzt anziehen? Jetzt vielleicht?
Geht nicht. Ich kann euch nicht sagen, was es damit auf sich hat. Ja, du, warum macht die Lampen kein Licht? Fragt man nicht. Es gibt hier so einige Dinge, über die ich nichts weiß. Ich werde jetzt jeden Room scannen. Wirklich jeden Raum. Ja, wir sind dead. Leider. Lasst mich mal ganz kurz gucken. Ich muss einmal schnell bei einem anderen YouTuber reinschauen. Es gibt einen Schlüssel da drin. Das Game ist nicht kaputt. So viel kann ich sagen. Ich habe gerade geschaut, es geht hier weiter. Es gibt einen Schlüssel. Das hat aber etwas mit den anderen Räumen noch hier zu tun. Die spawnen einfach plötzlich. So wie ich das gesehen habe. Hier nämlich. Diese Räume muss man immer im Blick behalten, weil hier Experimente gemacht werden. Geh hinterher. Ich hasse es wie die Pest. Manchmal ist das schneller, manchmal nicht. TV-Man ist böse, weil die Skibidi Toilets was mit ihm gemacht haben. Zumindest stand das da so drin. Ich glaube, er kommt. Nein, er kommt nicht. Weiter geht's. Da hinten steht er. Er läuft weiter nach hinten, denke ich. Ich glaube, er kommt wieder hierher. Junge, jetzt hör doch mal auf, hier abzucampen, Digga. Junge, was macht er da? Money! Merkt ihr, wie der mich triggert? Er macht mich richtig wütend, der Typ. Also dieser TV-Man ist ja so ekelhaft, Mann. Ich will gar nicht wissen, was die anderen, wie die anderen YouTuber das gezockt haben, wie sauer die waren. Bro, ich bin doch nicht der Einzige, der da so reinloost, oder was? Alle anderen hundertprozentig bei jedem geguckt.
Da geht er immer nach links, Mann. Du bist so eine Ratte. Kann nicht sein. Kann echt nicht sein. Der kommt gleich wieder zurück, wenn ich jetzt hier warte. Okay. So langsam kriege ich raus, wie das läuft. Das Spiel ist unmöglich, Andreas. Safe nicht. Ich mach das Spiel möglich, pass auf. Wir kriegen das hin. Digga, du musst nur believen, Bro. Wir haben den Key. Wir warten ab, wo der ist. Wir warten ab. Wir gehen nicht weiter, ohne den TV-Man gesehen zu haben. Sei der Kran. Oh, das ist eigentlich gar kein schlechter Call. Okay. Jetzt gehen wir hier rein. Hier war ich noch nicht. Ich durchsuche alles, Digga. Können wir den Schalter drücken? Nö. Da lag vorher kein Schlüssel, Chat. Da lag vorher kein Schlüssel. Safe nicht. Ich bin doch nicht bekloppt, oder was? Chat? Ich bin doch nicht bekloppt. Da lag doch keiner, oder? Junge, was ist das denn? Cameraman? Oh nee. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wo bin ich, Alter? Ist was? Da hinten läuft er. Ich gehe erstmal in das Gefilde rein, was ich kenne. Nämlich das hier. Wir verstecken uns hier. Hast du es gesehen? Da hinten ist er. Wenn der jetzt zu mir kommt, bin ich wahrscheinlich dead. Ich denke mal, er sieht mich hier. Aber wir sind weitergekommen. Das ist schon mal einiges wert. Wo sind wir, Mann? Ich muss die Dokumente haben. Was für Dokumente? Ich brauche Dokumente, Chat. Welche Dokumente? Da hinten war er. Die Dokumente hier? Meint er die? Die Dokumente? Ich hab Dokumente. Sind das die? Okay. Das sind keine Dokumente, ne? Nein. Welche Dokumente brauche ich?
Junge, war das knapp, Alter. War das knapp, Alter. Ich war fast wieder dead. Welche Richtung ist abgehauen? Nach rechts. Welche Dokumente? Ich ziehe so durch. Okay, wir sind im sicheren Gefilde wieder. Ich glaube, hier kommt er nicht rein. Aber wir müssen sehr vorsichtig jetzt spielen. Habe ich die Dokumente? Was? Diggi, was ist jetzt denn los? Backrooms? What? What? Die haben eine Stunde gebraucht, um das Game durchzuzocken. Wie schwer war das bitte?